Stadt der Wissenschaft. Zum siebenten Mal suchte der Stifterverband die Stadt, die es am besten versteht, Wissenschaft und Bildung für die regionale Entwicklung zu nutzen. Wichtig dabei, die unterschiedlichen Akteure an einen Tisch zu bringen. Ende März wurde der begehrte Titel in Mainz vergeben. Die drei Finalisten, Halle, Lübeck und Regensburg. Sie präsentierten vor über 250 Gästen und der Jury ihre Konzepte. Es ist die Stadt Thomas Manns. Und so sehen Sieger aus. Im kommenden Jahr darf sich Lübeck Stadt der Wissenschaft nennen. Unter dem Motto Hanse trifft Humboldt segelte die Hansestadt ins Ziel. Dank des Titels kann das Preisgeld von 250.000 Euro in zahlreiche Wissenschaftsprojekte investiert werden. Wir werden zum Beispiel besondere Strandspaziergänge anbieten, Spaziergänge am Strand. Das ist ja eigentlich Naturwissenschaft pur. In der Regel nimmt man es nicht wahr. Wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen es wahrnehmen, dass das viel zu tun hat mit Molekularbiologie, mit mariner Biotechnologie, mit Schiffsverkehr und Emissionen und all solchen Themen. Das sind Möglichkeiten, den Menschen in ihrer Freizeitgestaltung Wissenschaft nahezubringen. Aber im Sommer wird natürlich auch ein Höhepunkt sein, dass die Alexander von Humboldt die neue Viermastpark Lübeck besucht und man an Bord sich ansehen kann, auf welch wissenschaftlicher Basis früher Schiffsverkehr betrieben wurde. Navigation ohne GPS ist zum Beispiel ein Thema. Die Begründung der Jury? Einleuchtend. Lübeck überzeugte durch ein Konzept, das viele beteiligt. Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Stadtteile, wissenschaftliche Einrichtungen und Unternehmen. Vom Wettbewerb profitieren alle drei Finalisten. Alle drei sind Gewinner und ich habe mich auch mit vielen unterhalten, die sehen das auch als Vorteil an, sehen das als Gewinn an, dass sie so einen Antrag geschrieben haben, sich zusammengesetzt haben und jede Stadt hat gewonnen. Nicht jede Stadt hat jetzt den ersten Preis bekommen, aber man gewinnt auch durch die Überlegungen und durch das Zusammensetzen, durch das Entwickeln von neuen Projekten und das trifft für alle Städte zu. Originelle Ideen, vernetztes Denken und Bildung von Kooperationen. Wie in einem Kaleidoskop machen Bürgerinnen und Bürger sowie Akteure aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur ihre Stadt zum Wissenschaftszentrum. Ein ganzes Jahr lang steht die Wissenschaft im Vordergrund. Das gilt auch für Halle und Regensburg. Mit einem Preisgeld von je 50.000 Euro werden sie ihre bereits angestoßenen Wissenschaftsprojekte umsetzen. Unter dem Motto Halle verändert zeigte die Stadt an der Saale ein breites Panorama an Wissenschaftsaktivitäten. Unser Motto, Halle verändert, Stadt für Wissenschaft, Wissenschaft für Stadt. Also wir gehören zusammen, heißt das. Und wir haben den Strategiedialog, wo alle eingebunden sind. Und dort haben wir jetzt wirklich herausgearbeitet, Wissenschaft, Vorfahrt für Wissenschaft, weil das Entwicklungspotenzial unserer Stadt ist. Regensburg präsentierte sich als starker Dipol von der Donau. Wirtschaft und Wissenschaft sollen voneinander profitieren. Wissenschaft schafft Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt, beispielsweise durch Kinderunis und solche Aktionen, aber auch durch die Information, was alles an Wissenschaftstransfer in der Wirtschaft vor Ort direkt nutzbar wird. Alles das bewegt die Bürger. Das heißt, dieser Bewerbungsprozess, der hat sich für uns auf jeden Fall bezahlt gemacht. In diesem Jahr ist Mainz Titelträger und stillt durch zahlreiche Veranstaltungen den Wissenshunger seiner Bürgerinnen und Bürger. Uns geht es auch vor allen Dingen darum und ging es auch in der Bewerbung darum, möglichst viele Menschen in dieser Stadt mitzunehmen. Das heißt, die Kinder, die Jugendlichen, aber auch diejenigen, die ein bisschen bildungsferneren Schichten entstammen. Das gelingt sehr gut. Ich hatte die Gelegenheit, mal bei der Kinderuni dabei zu sein, wenn da über 1000 Kinder in dem Hörsaal stehen. Dann und begeistert mitmachen, dann weiß man, es ist eine gelungene Sache, diese Stadt der Wissenschaft 2011. Unterstützerin des Wettbewerbs Stadt der Wissenschaft, die Deutsche Bank. Ja, ich glaube, man erkennt immer mehr, dass eine isolierte Förderung von Institutionen ohne eine Netzwerkeinbindung zu schwach ist. Dass Netzwerke etwas Zusätzliches geben und gerade im kommunalen, regionalen Kontext starke Regionen, starke Kommunen und da die Wissenschaftskompetenz nah an die heranzubringen, die in diesen Regionen wohnen. Und das ist, glaube ich, das Tolle an diesem Konzept, beides Wissenschaft und soziales Netzwerk zu verbinden.
Der Titel Stadt der Wissenschaft wurde zum vorerst letzten Mal vergeben. Wir haben 6 Ausschreibungen gemacht, also 7 mit dieser Runde. Und wir haben über 55 Bewerbungen gehabt aus deutschen Städten. Da das ja alles Städte sein müssen, wo Wissenschaftsinfrastruktur ist, ist das schon eine beachtliche Anzahl. Also was vorher dominiert war durch die Politik oder durch das Stadtmarketing, das ist jetzt getragen von vielen. Und ich glaube, die haben auch verstanden, dass es ohne so eine Zusammenarbeit gar nicht mehr geht im Wettbewerb der Städte. Im nächsten Jahr zunächst mal wollen wir mit einer großartigen, mit einem Grand Finale alle Teilnehmerstädte, die sich in den vergangenen Jahren beworben haben, noch einmal einladen, mit einzelnen Projekten sich zu bewerben und dann einen Blumenstrauß von innovativen Projekten auch noch mal auszeichnen und dann auch in einen Dialog mit diesen Städten treten, wie es weitergehen könnte.